In diesem Video geht es um den Aufbau von Halbleitern und der Dotierung von Halbleitern, um freie Elektronen durch die Absorption von Licht zu erhalten. Dargestellt hier ist jetzt der Aufbau eines Festkörpers bestehend aus Silizium. Silizium hat vier freie Elektronen in der äußersten Hülle, die eine Paarbindung eingehen können mit den Nachbaratomen. Auf der rechten Seite ist nochmal dargestellt in diesem Halbleiter das Valenzband in Blau und dann das Leitungsband in Grün. Und was passiert nun erstmal in dem Festkörper? Wir erhalten diese Elektronenpaarbindung, die man aus der Chemie kennt. Das heißt, die Elektronen versuchen sich einen Partner zu finden. Das heißt, so entsteht die chemische Bindung in dieser Gitterstruktur, in diesem Kristall, jeweils mit den Nachbaratomen. Und nun ist das Ziel, dass man durch die Zuführung von Energie, also indem jetzt hier ein Photon auftrifft, es schafft eine Bindung, die hier zwischen den beiden Elektronen besteht, aufzulösen und ein Elektron aus diesem Verbund zu entfernen, sodass das Elektron sich von dem Siliziumatom löst. Dabei entsteht an dieser Stelle ein Loch, das heißt, hier bleibt, man spricht dann von einem sogenannten Loch. Das heißt, dadurch, dass das Elektron fehlt, entsteht hier natürlich eine überschüssige, oder fehlt die negative Ladung. Das Atom selber hat dann eine überschüssige positive Ladung. Hier, das ist dann die negative Ladung des Elektrons. Was passiert jetzt also in dem Schema der Energiebänder? Wir haben hier das Elektron, das wird herausgelöst und in das Leitungsband gehoben und kann sich nun frei bewegen innerhalb des Leitungsbandes. Das ist also die Entstehung eines sogenannten Elektron-Loch-Paares. Davon spricht man dann Elektron-Loch-Paar. Wobei das Loch natürlich eigentlich bedeutet einfach das Fehlen eines Elektrons. Auf der anderen Seite haben wir dann die Rekombination. Das heißt, dieses Elektron, was dann hier sich in dem Festkörper frei bewegen kann, fällt dann irgendwann wieder zurück in dieses Loch, dadurch, dass das Elektron ja negativ geladen ist, wir haben einen positiv geladenen Atomkern. Das heißt, die Rekombination ist also dann der Fall, dass das Elektron hier wieder zurückfällt, sich an das Atom bindet, eine chemische Bindung mit dem Nachbarelektron eingeht, es dazu führt, dass die positive Ladung natürlich dann verschwindet. Das heißt, wir haben dann als Effekt diese Rekombination aus dem Leitungsband, tritt das Elektron zurück in das Valenzband und ist gebunden innerhalb des Elektrons. Die Zahl der Elektronen, die in diesem Leitungsband nun verfügbar sind, hängt davon ab, wie groß ist diese Bandbreite zwischen dem Leitungsband und dem Valenzband. Und man kann nun die Konzentration dieser Elektronen berechnen. Ich will hier nur die fertige Gleichung angeben, das heißt, die Konzentration ergibt sich als Produkt aus der Anzahl, der maximalen Anzahl von freien Elektronen in einem Halbleiter, multipliziert dann E hoch und dann haben wir Minus, dann ist das halt Delta W, also die Bandbreite dividiert durch 2 kbt mit der Boltzmann-Konstante kb und dann der Temperatur unseres Festkörpers. Das heißt also, die Zahl der Elektronen, der freien Elektronen hängt davon ab, wie groß ist die Bandbreite. Je größer die Bandbreite ist, desto geringer wird die Zahl der freien Elektronen. Umgekehrt, je höher die Temperatur ist, desto mehr freie Elektronen gibt es durch die thermische Bewegung. Kann es passieren, oder passiert es, dass Elektronen sich lösen können aus diesem Verbund und dann in dieses Leitungsband springen. Typischerweise dieser Wert dieser maximalen Elektronen-Effectivity, Density of States, DOS, abgekürzt im Englischen, bei Silizium, das ist 3 mal 10 hoch 19 Elektronen pro Kubikzentimeter. Also das sind schon sehr viele Elektronen. Und man kann jetzt natürlich mal berechnen, was wäre, wenn der Festkörper eine Temperatur von 25 Grad Celsius hat. Das kann man jetzt mal versuchen zu berechnen, wie groß ist dann die Anzahl der freien Elektronen, die sich daraus ergeben pro Quadratzentimeter. Sie können das Video mal kurz pausieren und das mal
ausrechnen bei einer Bandbreite, jetzt für Silizium Delta W von 1,12 Elektronenvolt, was ich dann da für die Zahl der freien Elektronen pro Quadratzentimeter, pro Kubikzentimeter Festkörper ergibt. Setzt man das ein, ergibt sich für diese Zahl n, da ist dann am Ende 1,02 mal 10 hoch 10 freie Elektronen pro Kubikzentimeter. Also schon eine sehr große Zahl, die man dann erhält. Wir wollen uns nun die Dotierung von Halbleitern ansehen. Das heißt, also uns mit der Frage beschäftigen, lässt sich diese Bandbreite zwischen Valenz- und Leitungsband noch reduzieren? Das erfolgt durch die sogenannte Dotierung, im Englischen Doping, also der Dotierung von Halbleitern. Das heißt, was machen wir? Wir nehmen jetzt unseren Halbleiter, in dem Fall jetzt auf Siliziumbasis, und ersetzen einzelne Atome durch ein entsprechendes Atom. Das heißt, also hier haben wir jetzt also unser Siliziumkristall mit den vier Elektronen in der äußeren Hülle, die chemische Paarbindung eingehen mit den Nachbaratomen. Und was wir nun machen ist, wir picken uns jetzt einzelne Atome raus, hier dieses Siliziumatom zum Beispiel in der Mitte, und ersetzen es durch ein Phosphoratom. Phosphor hat die Eigenschaft, dass das nicht vier, sondern fünf Valenzelektronen hat in der äußeren Hülle. Das heißt also, von den fünf Elektronen des Phosphoratoms bilden vier Paarbindungen mit den Nachbar-Siliziumatomen. Und wir haben ein Elektron, was sehr locker gebunden ist. Das hat keinen Elektronenpartner für eine Paarbindung. Dieses Elektron lässt sich nun sehr leicht von dem Atomkern entfernen. Das heißt, dieses Elektron ist in der Lage, durch thermische Anregung, durch die Zuführung von elektrischer Energie, sich zu lösen. Das würde natürlich bedeuten, wenn das Elektron sich löst, würde hier ein Loch entstehen, weil natürlich das Phosphor fünf Elektronen in der äußeren Hülle braucht. Damit würde das Phosphoratom sich natürlich positiv, oder das gesamte Phosphoratom wäre dann wäre positiv geladen. Was man jetzt hier mit dem Pluszeichen. Was heißt das jetzt in unserem Fall, wenn wir hier auf der rechten Seite wieder unser Valenzband haben? Durch die Dotierung führen wir einen sogenannten Donor-Level ein. Das Elektron hier auf der linken Seite führt dazu, dass dieser Bandabstand deutlich verringert wird. Das fünfte Elektron in der äußeren Schale ist hier oben, hat er dieses hohe Energieniveau. Und es ist natürlich sehr leicht, jetzt durch wenig Energie dieses Elektron anzuheben, dass es dann in den Bereich des Leitungsbandes springt und sich damit dann frei bewegen kann. Man spricht jetzt hier auch von der sogenannten N-Dotierung oder N-Type-Dotierung, weil man eine zusätzliche negative Ladung hat, daher der Begriff der N-Dotierung. Der umgekehrte Fall ist hier unten gleich dargestellt. Wir haben wieder unser Silizium und wollen nun statt eines Phosphoratoms mit einem überschüssigen Elektron das Silizium ersetzen durch das Bor. Das heißt, wir ersetzen jetzt hier dieses Silizium durch Bor. Bor hat drei Elektronen in der äußeren Hülle. Das heißt also, wir haben hier zum Beispiel diese chemische Bindung, die existiert in dieser Form nicht. Dieses Elektron aus dem oberen Silizium hat keinen Bindungspartner. Hier fehlt quasi der Bindungspartner. Das Bohr selber ist natürlich elektrisch neutral. Nun ist es aber möglich, dass ein freies Elektron, was sich in diesem dotierten Kristall bewegt, dort eine Bindung eingeht, weil das energetisch günstiger ist. Das heißt, also das Elektron bewegt sich zu diesem Loch und dann ergibt sich folgende Situation, dass das Elektron hier eine Bindung eingeht. Hier entsteht eine chemische Bindung zwischen dem Bor und dem Silizium. Das Bor ist damit natürlich negativ geladen, weil wir eine überschüssige negative Ladung an dem Boratom haben. Was passiert nun auf der Seite der Energiebänder? Wir haben hier das sogenannte Akzeptorniveau, das heißt, wir haben hier ein deutlich niedriges Niveau und wir haben jetzt hier unten freie Löcher, in die das Elektron dann fallen könnte.
die wir hier haben. Das heißt, auch dort haben wir diese Bandbreite, die wir sonst hier haben, deutlich reduziert. Hier spricht man von einer sogenannten P-Dotierung, weil man quasi also zusätzliche Löcher oder Löcher geschaffen hat, die dazu dienen können, freie Elektronen einzufangen, an dem Bohr zu binden und damit die Bandbreite zwischen Valenz- und Leitungsband zu reduzieren. Was passiert nun, wenn man einen P- und einen N-dotierten Halbleiter zusammenbringt? Was hat das dann für Auswirkungen oder für Effekte? Also machen wir das Beispiel. Wir haben also jetzt hier einen N-dotierten Halbleiter und fügen hier einen P-dotierten Halbleiter heran. Was passiert dann mit den Elektronen, die in der Grenzregion, das heißt hier der Übergang zwischen P und N, dotiert vorliegen? Also hier haben wir jetzt den P-Typ, P-Dotierung und in Blau die N-Dotierung. So, was passiert nun? Wir haben jetzt gerade ja gesehen, dass die Elektronen, dass wir hier einen Elektronenüberschuss haben, das heißt, die Elektronen sich sehr leicht aus dem N-dotierten Bereich lösen können, auf der anderen Seite in dem P-dotierten Bereich, das ist Silizium mit dem Bohr. Dort können Elektronen sehr leicht eine Bindung eingehen, das heißt also, die Elektronen in den vorderen Bereichen quasi vorne bewegen sich nun hier rüber und belegen die Löcher, die hier bereitgestellt werden, sodass damit natürlich also Folgendes passiert, dass sich hier eine schwache positive und hier eine schwache negative Ladung ausbildet, dadurch, dass die Elektronen, das System ist ja im Grundzustand erstmal elektrisch neutral, aber wenn die Elektronen aus dem vorderen Bereich nun die Phosphoratome verlassen durch die thermische Anregung und dann eine chemische Bindung bei den Bohratomen eingehen, führt das dazu, dass wir hier fehlen die Elektronen, das heißt, hier entsteht eine positive Ladung. Auf der rechten Seite haben wir überschüssige Elektronen, die sich an dem Bohr anlagern, sodass wir dort einen Überschuss an negativer Ladung bekommen. Das heißt, es ergibt sich hiermit ein elektrisches Feld, was sich hier aufbaut in dieser Richtung, das zunächst erstmal schwach ist. Was dann passiert, ist, dass die Elektronen auch in den oder tiefer liegenden Schichten ebenfalls in der Lage sind, herüber zu wandern. Das heißt, also hier diese Elektronen können dieses sich schwach ausgebildete elektrische Feld überwinden und schaffen es auch trotz des elektrischen Feldes sich dagegen zu bewegen durch die thermische Anregung und schaffen es dann hier auf der rechten Seite auch die tiefer liegenden Bohratome zu finden und dort dann eine chemische Bindung einzugehen, sodass dadurch das elektrische Feld weiter ansteigt. Wir haben hier stärkere positive Ladung, stärkere negative Ladung. Das heißt, das elektrische Feld wird stärker, bis es irgendwann dazu führt, dass die Elektronen in dem N-dotierten Bereich nicht mehr in der Lage sind, gegen das elektrische Feld anzukommen, dadurch, dass er hier zwar eine positive Ladung ist, aber hier eine stark negative Ladung, die dazu führt, dass der P-dotierte Bereich, die tiefer liegenden Schichten, abgeschirmt sind, sodass die Elektronen hier aus dem Bereich nicht mehr in der Lage sind, den Bereich zu überbrücken und dann sich in die tiefer liegenden Schichten zu bewegen. Man spricht in diesem Fall bei dieser Zone von der sogenannten Raumladungszone, in der ein Austausch zwischen den Elektronen in den Löchern stattgefunden hat. Und an sich spricht man nun hier von einem sogenannten PN-Übergang. Nun kann man mit diesem Halbleiter, der nun diese Raumladungszone geschaffen hat, mit den Elektronen noch auf der linken Seite, den Löchern auf der rechten Seite und hier der Raumladungszone mit dem elektrischen Feld, das sich dazwischen gebildet hat, haben wir damit nun einen Halbleiter geschaffen, den wir nun dadurch steuern und nutzen können, indem man von außen eine Spannung anlegt, die dazu führt, dass dann diese Raumladungszone sich vergrößert oder verkleinert. Oder, und das ist jetzt das Prinzip der Solarzelle, dass man Folgendes hat, dass man bei der Solarzelle dieses Prinzip nutzt, indem man eine Zelle aufbaut,
folgendes Prinzip. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Solarzelle in dieser Form. Wir haben hier oben das N-dotierte Material. Wir haben im unteren Bereich das P-dotierte Material. Und wir haben jetzt hier diese Raumladungszone, die sich ausbildet in der Solarzelle. Wir haben natürlich jetzt bei der Solarzelle ist noch das Prinzip, dass wir noch elektrische Leiter benötigen. Das heißt, wir haben hier unten noch eine elektrische Leiterplatte an der Unterseite. Und hier oben, das ist das, was man bei den Solarzellen sieht, diese dünnen Fäden, das sind die Leiterbahnen, die Frontkontakte. Und was nun passiert bei der Solarzelle, wenn nun Sonnenlicht einfällt, was passiert dann? Das Sonnenlicht wird absorbiert in dieser Raumladungszone. Das heißt, das Sonnenlicht dringt wenige Mikrometer in diese Solarzelle ein und führt dazu, dass diese Energie, die wir dann absorbieren können oder die absorbiert wird, dazu führt, dass wir ein Elektronenlochpaar bekommen. Das heißt, hier entsteht durch die Absorption, durch die Zuführung von Energie ein Elektron und ein Loch, also ein positiv geladenes Loch. So ist dann die Idee, das Fehlen eines Elektrons ist mit dem Loch gemeint. Und das nun durch diese N- und P-Dotierung, das dazu führt, dass das Elektron sich an die Oberseite der Frontkontakte bewegt, das Loch bewegt sich an die untere Seite des Kontaktes und wir können dadurch erreichen, dass wir eine Solarzelle haben. Das heißt, hier die negative Ladung an der Oberseite oder den Minuspol, an der Unterseite den Pluspol, sodass wir dann hierüber eine elektrische Schaltung bekommen, um dann hier eine Lampe zu beleuchten oder eine Maschine anzutreiben. Das heißt also durch die Absorption des Lichts innerhalb der Zelle, der Zuführung von Energie, diese Elektronenlochpaare zu erzeugen, die dann durch das elektrische Feld in der Raumladungszone in der Lage sind, durch das N- und P-dotierte Material zu wandern, an die Frontkontakte und an die Kontakte der Rückseite, sodass es dann dort zu einem Stromfluss, zu einem Ausgleich über das Stromkabel außen herum führt.